Liebe Podcast- und YouTube-Community, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unserer Show Global Verbal, der Real Talk Podcast. Heute wieder mit am Start mein Gesprächspartner, der liebe Silly. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe. Dankeschön, Patrick. Freut mich auch, dass du heute wieder dabei bist. Es ist Freitagabend. Wir haben ein spannendes Thema und vielen Dank fürs Zuschalten und Zuhören an unsere Community. Freut uns, dass unser Podcast auch so gut ankommt und deshalb kommt heute ein brisantes Thema. Genau. Du hast mir gesagt, wir sprechen heute über Antisemitismus und das ist ein Thema, was überall in der Presse derzeit aufpoppt. Immer und jedes Jahr in Deutschland, immer und sowieso und warum auch nicht, ne? Ich habe sogar letztens gelesen, dass wenn du dich einbürgern lassen möchtest in Deutschland, musst du jetzt irgendwie ein Schriftstück unterschreiben. Auf Hebräisch? Auf Deutsch, dass okay. Du quasi die Existenz der Juden akzeptierst. Wer deutscher Staatsangehöriger werden will, der soll sich zum Existenzrecht Israels bekennen. Ja, von daher, das Thema Antisemitismus, ziemlich fett in der Presse, gerade aufgrund der aktuellen Zeiten. Nancy Faeser hat das Mittel gegen Antisemitismus gefunden. Wer eingebürgert werden will, soll künftig Auskunft darüber geben, warum Deutschland Israel gegenüber eine besondere Verantwortung hat. Er soll außerdem erklären können, wie ein jüdisches Gebetshaus heißt, welche Strafe auf Holocaustleugnung steht, wann der Staat Israel gegründet wurde und wer Mitglied bei den jüdischen Sportvereinen werden darf. Worum geht es da genau? Wo kommt der Begriff her? Wie ist die Historie? Das ist unser Thema heute. Genau, und deshalb möchte ich mal auf das Wort Semiten eingehen, also Semitismus. Ne? Ist ja die Ableitung, Antisemitismus ist ja, du hast was gegen die Semiten. Wer oder was sind denn überhaupt die Semiten? Weißt du das? Nein. Okay, ich lese mal vor. Kann man übrigens nachgoogeln und auch bei Wikipedia steht es schön groß, okay, schwarz auf weiß geschrieben. Der Begriff Semitismus wird im Sinne einer Gesamtheit orientalischer Kultur gebraucht. Das heißt, die arabischen Völker wie Araber, Israelis, Armenier und so weiter und so fort, das sind Semiten. Menschen, die Arabisch sprechen und aus dieser Gruppe kommen, aus dieser Völkergruppe, teilweise auch Afrikaner, Äthiopien, all das sind Semiten. Also ich habe den Begriff bisher ja nur mit den Juden quasi in Verbindung gebracht. Genau, weil man in den Schlagzeilen immer nur liest, Antisemitismus. So gesehen haben sich anscheinend Juden das Wort gebrandmarkt, Antisemitismus, du hast was gegen Juden und bam, kriegst du den Stempel draufgepackt, du bist ein Antisemit. Aber niemand hinterfragt, niemand fragt sich, was ist eigentlich ein Semit? Ja, okay. Das heißt, im Prinzip ist das, was ja Deutschland gerade als bedingungslos gegenüber den Juden ausspricht, de facto nur auf die Juden betrachtet, völlig falsch. Ist völlig falsch. Wenn du sagst, ich bin ein Antisemit, dann bist du ja gegen das gesamte arabische Volk. Spannend. Und wir wollen auch in dieser Podcast-Folge nichts gegen irgendeine Kultur sagen oder vorwerfen. Ganz im Gegenteil, wir durchleuchten oder beleuchten einfach nur mal den Begriff Semitismus oder eben Antisemitismus. Mhm. Es ist nicht exklusiv den Juden vorbehalten. Okay. Die haben nicht das Wort geschützt. Okay. Interessant. Ist immer spannend, ja. Und da möchte ich eben, also wir haben das jetzt alles hier eingeblendet, alle Infos dazu findest du auch unten in der Beschreibung oder eben in den Shownotes. Ja, verlinken wir gerne. Was ich nämlich heute besprechen möchte, ist der 4. Oktober 2021 Deutschland. Okay. Was war da? Ich habe keine Ahnung. Antisemitismus, ganz groß in den Schlagzeilen, überall. Mhm. Ostdeutschland, Westin Hotel, da kommt ein Sänger und postet, dass er verletzt wurde in seinem jüdischen Glauben, weil er seinen Davidstern. Ja, stimmt. Ja. Mir fällt der Name nicht ein, aber der hat längere Haare gehabt, ne? Kommen wir gleich dazu. Kommen wir gleich zu. Weil ja. Er angeblich in seinen Instagram-Videos angegeben hat, dass er einen Judenstern getragen hat und deshalb ihn der Hotelmanager nicht einchecken hat lassen. Ja, und wenn das in Deutschland passiert, ist das natürlich ein Skandal. Und jetzt kommt nämlich die Geschichte. Und zum Schluss von dieser Podcast-Folge möchte ich von dir, Patrick, hören, warum hat er gelogen? Okay. Warum hat er gelogen? Und nicht einfach nur eine Woche, zwei oder zwölf, sondern der hat 2 Jahre lang gelogen. Mhm. 2 Jahre lang wurde Deutschland international durch die Presse gezogen von links nach rechts, dass in Deutschland dieser Judenhass so groß ist, dieses Thema Antisemitismus in Deutschland immer noch präsent ist, dass Menschen mit einem Judenstern nicht in ein Hotel einchecken dürfen und so weiter und so fort.
Journalisten, Menschen und alle Kritiker haben sich sofort solidarisch zu dem Sänger geäußert und sind auf die Straße gegangen für ihn und haben das ganze Hotel boykottiert. Es wurde im Netz, ich komme da noch dazu, ich habe ein paar Videoausschnitte für uns alle vorbereitet. Ich finde aber ein Thema Antisemitismus darf es keine Neutralität geben. Was da abgegangen ist, ohne zu hinterfragen, stimmt das überhaupt? Also normalerweise, ich dachte immer, in Deutschland gilt die Unschuldsvermutung. Unschuldsvermutung. Unschuld, Entschuldigung, das ist ein neues Wort, in den Duden nachzulesen, Unschuldsvermutung. Nee, ich dachte immer, in Deutschland gilt die Unschuldsvermutung. Also ich bin da ganz ehrlich, ich habe das damals mitbekommen, so nebenbei eigentlich nur. Weiß also auch, von wem du sprichst. Und wenn ich mir das Ganze jetzt mal die letzten, sagen wir mal, 12 Monate anschaue, ist ja das Thema Antisemitismus und Judenhass in Deutschland und in den Medien, in der Presse, einer der meistverwendeten Begriffe. Und weißt du, was ich mich in die Tage gefragt habe? Wir beide sind ja gut vernetzt. Wir haben ein großes Netzwerk. Sowohl hier in den Emiraten als auch in Deutschland, in Österreich, in Europa. Wie viele Antisemiten und Judenhasser kennst du eigentlich? Gar keinen. Ich auch nicht. Aber umgekehrt kenne ich auch niemanden, der Israel supportet. Und da muss man nämlich jetzt auch differenzieren zwischen Juden, den gläubigen Juden, die einfach nur ihren Glauben ausleben und an Gott glauben und an den Tag der Auferstehung, und Zionisten. Da ist ein Gap dazwischen. Und deshalb, wenn man heute Israel kritisiert, darf man das nicht sofort mit Antisemitismus. Wir haben gerade gelernt, was Semitismus und Antisemitismus eigentlich bedeutet. Aber nochmal, wenn man Israel kritisiert an dem, was sie machen, das, was da passiert, und wenn man es kritisiert, dann kritisiert man nicht automatisch die Religion Judentum, sondern den Zionismus, das, was das Land Israel verfolgt. Und da muss man halt unterscheiden, meiner Meinung nach. Und soweit ich das mitbekomme, ist es ja so, dass der Netanyahu bei weitem nicht mehr den Support seines Volkes hat, wie zu Beginn des Krieges. Da gibt es ja Szenen mittlerweile, bei denen man versucht, auch seine Residence zu stürmen, weil man einfach aufgrund der Vorgehensweise der Armee mit seiner politischen Situation, seiner, nennen wir es mal auf eine gewisse Art und Weise, Radikalität, einfach nicht mehr einverstanden ist. Und das sind ja auch Dinge, die kommen in der Presse gar nicht vor. Also in Deutschland, in den Medien, liest du davon kaum etwas. Okay. Weil du sagst Netanyahu. Eigentlich heißt er ja Milekowski. Oh, hört sich ukrainisch an. Kommen wir noch dazu, okay. Also warum Binyamin, auch genannt Bibi, nicht Beauty Palace, sondern Bibi. Das ist wirklich sein Spitzname. Ja, ich weiß. Bibi. Hab schon gehört, ja. Bibi. Sein Vater hieß Milekowski und sein Großvater auch. Okay. Die haben sich, als sie 1920 zugewandert sind, also immigriert worden sind, haben sie sich umbenannt, Familiennamen geändert. Zurück zu Leipzig. Was ist da wirklich passiert und warum passiert sowas überhaupt in Deutschland? Das würde mich interessieren. Also für die Zuschauer nochmal, da geht dieser Sänger in das Hotel rein, möchte ein Zimmer buchen, soweit ich das in Erinnerung habe. Dann gibt es da irgendwelche Diskussionen. Er kriegt, glaube ich, kein Zimmer oder nicht das gewünschte Zimmer und behauptet dann, er wäre quasi als Jude in diesem Hotel unfair behandelt worden, und das Ganze nimmt medialen Auslauf ohne Ende. Kommt das ungefähr so hin? So ist es. Und das Ganze 2 Jahre lang. Also er ging ja von einer Talkshow in die andere, war bei Stern TV mehrmals drinnen, ne, und hat immer wieder 2 Jahre lang seine Geschichte erzählt. Aber lass uns mal reingucken. Hat Jay Ofarim alles richtig dargestellt, was da im Hotel passiert ist? In den sozialen Netzwerken ist das Urteil längst gefallen. Wie konnte ein Selfie-Video die Stimmung in den sozialen Netzwerken so schnell so hochkochen lassen? Und was haben die Medien dabei für eine Rolle gespielt? Gute Frage, oder? Wie konnte das Thema, ohne überhaupt auf das Urteil abzuwarten, auf das Gericht, wie konnten die Medien so schnell auf das Thema aufspringen? Also für mich mittlerweile gibt es einige Parallelen in Bezug zur Corona-Krise, zum Ukraine-Krieg und jetzt neu zu der Israel-Palästina-Situation. Für mich gibt es da viele, viele Gemeinsamkeiten, nämlich die Meinungsmache von Medien und Politik. Es wird immer wieder geframed. Wir kennen die Bilder, Demonstration, Corona-Krise, wo die Polizisten die Demonstranten da teilweise zusammengeknüppelt haben. Mittlerweile ist es ja so, dass es auch
friedliche Demonstrationen für Palästina gibt und wir Bilder haben, wo Polizisten jetzt Demonstranten zusammenknüppeln und ihnen die Palästina-Flagge wegnehmen, weil es verboten ist. Das sind so Dinge, da komme ich mir vor wie irgendwo in China. Also welches Gesetz gibt der Regierung und der Polizei als Staatsgewalt das Recht, eine Flagge, egal aus welchem Land, wegzureißen? Wo ist das verankert, dieses Gesetz? Wären wir komplett neu? Es ist nicht verboten in Deutschland. Ja, aber sie macht's ja. Verboten ist es nicht. Es ist immer noch die Flagge der Palästina, ist immer noch ein Land und die Flagge ist rechtlich okay. Sie darf getragen werden, ist nicht verboten. Ich würde mich mal freuen über dein Feedback in den Kommentaren. Warum ist immer dieser Positionierungsdruck in Deutschland so gepusht? Du musst für oder gegen Impfung sein, du musst für Ukraine oder gegen Ukraine, ja, musst dich dazu äußern. Du musst sagen, ob du AfD-Wähler bist, SPD-Wähler oder was auch immer. Du musst dich sofort positionieren. Warum ist das in Deutschland so gang und gäbe aktuell? Warum? Schlimmer noch, ich finde sogar die Aussage unseres Bundeskanzlers, dass Deutschland bedingungslos hinter Israel steht, ja, also auch jetzt noch seit Monaten, bei dem offengelegt wird, inwiefern Israel mit ihrer Armee auch Kinder tötet. Also um das mal klar zu machen, in den letzten, ich glaube, knapp 5-6 Monaten, ist in dieser Anzahl und in dieser kurzen Zeit wurden noch nie so viele Kinder getötet wie im Israel- und Palästina-Konflikt. Tragisch, tragisch. Ja, und der Scholz hat ja auch gesagt, die Sicherheit Israels ist eine deutsche Staatsräson. Also er tut alles dafür, dass Deutschland Israel supportet. Ich frage mich, warum verkauft Deutschland immer noch an Israel Waffen? Ja, deswegen, um sie zu supporten. Das ist ja logisch. Das ist nicht interessant, oder? Gute Frage. Okay, dann gucken wir mal weiter. Mhm. So. So kennt man ihn. Gil Oferim, leidenschaftlicher Sänger und gern gesehener Gast in deutschen TV-Formaten. Er wurde als Kind berühmt, singt, schauspielert und tanzt. Oferim ist der Sohn des israelischen Musikers Abi Oferim und bezeichnet sich selbst als säkularer Jude. Im Oktober 2021 jedoch macht er nicht wegen seines Showtalents auf sich aufmerksam, sondern wegen dieses Instagram-Videos. Ich bin jetzt gerade hier in Leipzig, in einem Hotel namens West Inn. Den Namen des Managers am Counter werde ich jetzt nicht nennen. Es war ein Herr W. Ich stehe hier mit meiner Kette, steht mir zu, mache ich schon mein Leben lang. Und dann ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein. Und dann sagt der Herr W., packen Sie Ihren Stern ein. Und dann sagt er, wenn ich den jetzt einpacke, darf ich einchecken. Ein Antisemitismus-Skandal in einem Leipziger Hotel? Das emotionale Video bewegt User. Auf Instagram wird es schnell millionenfach aufgerufen und von Prominenten kommentiert. Warum? Warum wird das so schnell wie ein Lauffeuer verbreitet, dieses Video? Ist es, weil er so gut geschauspielert hat? Oder ist es das Thema Antisemitismus und Judenstern? Ich glaube eher das Zweite. Ich glaube kein Wort. Und ich habe dem schon vor über 2 Jahren kein Wort geglaubt, als er da auf dem Bordstein saß und sein Judenstern in seine Selfie-Kamera gehalten hat. Die Geschichte hat für mich keinen Sinn ergeben. Warum? Auch wenn Deutschland eine schlechte Geschichte hat, ne? Zurück zum Zweiten Weltkrieg. Ich glaube nicht, dass Deutschland nichts daraus gelernt hat. Ganz im Gegenteil. Aber man versucht heute noch immer, Deutschland durch den Kakao zu ziehen, um sich irgendeinen Vorteil rauszuholen, weil man eben genau mit dem Wort permanent spielt. Auf und ab, auf und ab. Und nochmal, Erinnerung, was wir am Anfang gesagt haben, was sind Semiten? Ja? Und was bedeutet dann das Wort Antisemit? Also ich kann das ganze Thema sowieso, bin ich ganz offen, nicht nachvollziehen, wie sich die Politik da positioniert in Bezug auf Israel. Wir haben eine historische Verantwortung, heißt es offiziell. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Zu der damaligen Zeit war ich gar nicht geboren. Und meine Kinder schon gar nicht, ja. Sicherlich ist es schlimm, was da passiert ist, keine Frage.
Aber sind wir mal ganz offen und ganz ehrlich, auch die Amerikaner haben in Bezug zu den Indianern eine historische Verantwortung. Und es interessiert keine Sau. Auf Deutsches mal gesagt, ganz im Gegenteil. Die Deutschen, ja, sind auf eine gewisse Art und Weise die Leckdiener der Amerikaner, tun alles, was die Amis von ihnen wollen. Und da kommt auch kein Scholz und spricht mal darüber, ob die Amerikaner vielleicht nicht eine gewisse historische Verantwortung gegenüber den Indianern haben. Oder den Mexikanern. Ja, oder Frankreich in Bezug auf die Kolonialstaaten. Interessiert auch keine Sau. Und das finde ich einfach, das ist einfach wieder das Messen von zweierlei Maß. Ja. Mehrere Millionen. Okay, dann ist es vielleicht zu lange her. Ah. Also da gibt es immer wieder dann Kritiker, die dich jetzt natürlich kritisieren würden für deine Aussage, weil das ist entweder, vergleich nicht Äpfel mit Birnen, ne? Oder es ist schon so lange her. Mhm. Und das Ding ist, genauso wie du sagst, deine Kinder und du, ihr könnt nichts dafür, das, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, ne? Nicht mal dein Großvater. Und alle, die jetzt hier zuschauen und zuhören, genauso wenig. Ja. Aber warum versucht man permanent die Menschen, die heute leben, im Frieden, sie mit solchen Themen runterzuziehen und vor allem zu beschuldigen und ein ganzes Land? Das Krasse finde ich ja auch, dass es ja nicht nur von Seiten Deutschland ist, sondern selbst Israel spielt diese Karte immer wieder. Permanent. Ja, auch vom Internationalen Gerichtshof, ja, womit Netanyahu eine Rede gehalten hat, hieß es ja auch wieder, aufgrund unserer historischen Geschichte im Nazi-Deutschland haben wir eine besondere Stellung. Und das ist das Thema, was ich hier eigentlich besprechen möchte. Ne? Mhm. Warum wird immer diese Karte ausgespielt? Persönlichkeiten aus Politik und Medien schlagen sich schnell auf eine Seite. Bisher war ich zweimal zu Gast im West in Leipzig. Ein drittes Mal wird es nicht vorkommen. Beschämend und leider kein Einzelfall. Jetzt kommt natürlich Social Media und Vollgas Hate gegen das Hotel. Zu diesem damaligen Zeitpunkt. Natürlich. Ja. Nicht nur gegen den Hotelmanager, gegen den Mensch, sondern gegen das Hotel. Ne, diese Positionierung ist sofort da von Seiten Journalisten, die noch gar keine Fakten haben. Da ist noch nichts bewiesen und die Journalisten packen sich sofort und auch Politiker, ne, von CDU etc. Die waren ja alle sofort auf diese Karte aufgesprungen. Bam! Und 2 Jahre lang war das die Version. 2 Jahre lang. Ich meine, wie oft sperrt man unschuldige Menschen in einem Gefängnis und dann hört man so Geschichten nach 18 Jahren rausgekommen, unschuldig etc. Was war mit der Justiz zu der Zeit? Ich meine, warum hier 2 Jahre lang rumgeschleppt wird der Fall? 2 Jahre lang wird Deutschland eben durch den Kakao gezogen, als antisemitisches Land und vor allem Ostdeutschland, Leipzig, ne, Sachsen. So, und jetzt nach 2 Jahren, ich meine, das war jetzt von November 23, nach 2 Jahren so, okay, er hat jetzt vor Gericht zugegeben, das war alles erfunden, er hat sich kurz entschuldigt und das Video gelöscht. Scheiße, wo bleibt die Entschuldigung an das Land Deutschland, an das Volk, dass er permanent die Menschen an der Nase rumgezogen hat? Die wirst du nicht sehen. Genau, um das geht's. Genauso wie du die Journalisten und die Politiker, die sich sehr vorschnell dazu geäußert haben, da gibt es da auch keine Entschuldigung. Genauso wie in der C-Krise gibt es keine Entschuldigung. Eine Politikerin hat sich entschuldigt. Oh, okay. Yes. Aber mir geht es um den Sänger. Hat er deutsche Staatsbürgerschaft? Keine Ahnung. Warum verliert er den nicht, wenn er gegen ein ganzes deutsches Land so hetzt, 2 Jahre lang? Welcome to Germany. Hat der die Staatsbürgerschaft und warum wird ihm die nicht aberkannt, wenn er 2 Jahre lang das deutsche Land und das deutsche Volk verarscht vor laufender Kamera? Warum gibt es da keine Konsequenzen? Der wird ja wahrscheinlich nicht mal verurteilt. Der wird freigesprochen noch dazu, wenn er eben diese 10.000 Euro anscheinend, die er an Strafe jetzt zahlen muss, die muss er jetzt spenden, wohlbemerkt. Und laut seiner Managerin hat er nicht mal die 10.000 Euro, weil ihm natürlich die Aufträge weggefallen sind. Ach nee. Der Arme. Der hat so gut geschauspielert. Den sollte man eigentlich Beschlag den Raab einladen, oder nicht? Jetzt, wo Elton nicht mehr dabei ist. Ne? Naja, wir gucken weiter. Das muss Konsequenzen haben. Lieber Gil Ofarim, wir sind an Ihrer Seite. Und unsere Analyse zeigt, einer dieser Tweets ging besonders viral. Was für eine kranke Scheiße. Genau, was für eine kranke Scheiße. 2 Jahre lang Deutschland und das Volk zu verarschen. Was für eine kranke Scheiße. Der Tweet ist ja der Burner. Dann ist ja noch ein regelrechter Shitstorm ausgebrochen gegen das Hotel. Das finde ich krass. Ein Ziel der Empörten? Die Hotelbewertungsseiten. Die würden sicher über eine Bewertung auf Google freuen. Haben die ein Rad ab? Flutet deren Bewertungsseite.
Das Video von Ofarim wird noch am gleichen Tag von journalistischen Medien aufgegriffen. Bild berichtet geschockt. Tja, in der Tat, da fehlen einem die Worte. Zugeschaltet ist Bildreporter Jerome Nussbaum vor Ort. Nussbaum, Jerome, erste Frage, was sagt das Hotel? Berichten die eigentlich so, wenn in Gaza 30 Kinder sterben am Tag? Weißt du, wenn ich mir das so angucke und hier geht es nur um eine Lüge, die 2 Jahre lang erzählt wurde und das, was gerade, wie du vorhin erwähnt hast, ne, im Gazastreifen passiert, seit Herbst 23 und bis dato, da sind die Journalisten nicht beunruhigt, ne, was da passiert. Ganz im Gegenteil, es gibt ja mittlerweile Pressekonferenzen im Bundestag, bei dem immer wieder der Bundestag von Reportern auf die Dinge, die im Gazastreifen passieren, angesprochen werden. Und wenn du dir das mal anschaust, wie die da rumstottern und eine klare Aussage verweigern, eine klare Stellungnahme verweigern. Warum wohl? Und aber in so einem Beispiel, ja, wegen einem Typen, der eine Story quasi aufbarscht, 2 Jahre lügt, ja, hat sogar die Bild-Zeitung, die meistgelesene Zeitung in Deutschland, einen Reporter live vor Ort hingestellt, obwohl es überhaupt gar keine Beweise gab. Es gab sogar Magazine und eben Nachrichtensender, die haben die Journalisten dort eingeschleust oder eingecheckt im Hotel, um über das Hotel zu berichten. Ja. Ein richtig gutes Beispiel, wie schnell sich die Medien an ein Thema klammern, wie aufgepusht das Ganze wird. Ja. 2 Jahre lang wird die Story erzählt, ob sie stimmt oder nicht, das kriegen wir irgendwann mal raus, aber es ist dieser Positionierungsdruck da. Was sagt das Hotel? Wie rechtfertigt sich das Hotel? Das Hotel hat sich noch gar nicht uns gegenüber gerechtfertigt. Gerechtfertigt. Nicht geäußert, gerechtfertigt. Genau. Das Medieninteresse ist groß. Immer mehr Medien steigen ein. Der Vorfall landet in den Schlagzeilen. Internationale Presse, alles war da. Sie haben gesagt, es war nicht der erste antisemitische Vorfall, den Sie erleben mussten in Deutschland. Warum haben Sie denn diesen jetzt so öffentlich gemacht? Warum habe ich das gemacht? Warum hast du das gemacht? Komm, das wollen wir jetzt hören, oder? Sind wir gespannt. Es reicht einfach. Enough is enough. Und genug ist genug. Und das Problem ist halt, dass du in Deutschland dieses Theater abziehen kannst. Du kannst es abziehen. Ja, besonders mit dem Thema. Wie kam der Fall dann tatsächlich raus? Erstens hat er 2 Jahre alle verarscht. Ja, durch die Medien, das Volk, den Zuschauer und vor allem die Justiz und die Polizei. Die haben permanent Ermittlungen gemacht in die falsche Richtung. Wer zahlt eigentlich das? Mhm. Wer zahlt das? Vor allem das Erste, was mir einfallen würde, ist, es ist normal und völlig üblich, dass in solchen Hotels Kameras sind. Werte doch die Kameras aus. Genau, da kommen wir jetzt dazu. So, dann kamen Forensiker, digitale Forensiker. Mhm. Gab es vor kurzem auch bei Galileo. Deshalb habe ich dieses Thema heute gewählt. Let's go. Sein prominentester Fall in den letzten Monaten ging durch alle Medien. Leipzig, 4. Oktober 2021. Gil Ofarim will ins Hotel einchecken, doch der Manager fordert den Musiker auf, seinen David-Stern abzunehmen. So zumindest verbreitet Ofarim die Geschichte in den sozialen Medien. Der Hotelmanager streitet das jedoch ab. Wer lügt, soll er Budde herausfinden. Dieser Begriff digitale Forensik ist ja genau das, was wir sagen. Also wir werten digitale Asservate aus, also vom Handy, PC, Laptop, Tablet und so etwas. Also das die Seite. Und immer dann, wenn eigentlich beide Seiten miteinander verbunden werden müssen, dann sind wir eigentlich im Spiel. Also wir digitalisieren etwas und bringen sozusagen also sowohl digitale Daten, ja, und auch also herkömmliche klassische Spuren zusammen, ja, also die dann in diese Tatrekonstruktion einfließen. Dafür müssen Sie die entscheidende Szene am Originalschauplatz nachstellen. Einmal mit und einmal ohne Kette. Um herauszufinden, hat Gil Ofarim gelogen oder kann man die Kette auf dem Überwachungsvideo gar nicht sehen? Was sagst du? So viel Aufwand, inklusive digitaler Forensiker, um nachzuforschen, ob er seinen Judenstern draußen hatte, so wie seine Geschichte aufgebaut war, oder unterm T-Shirt oder überhaupt nicht umgehängt hatte. 2 Jahre lang. Ich meine, wir können doch hier alle miteinander jetzt sagen, das, was er gemacht hat, ne? Er heißt Gil Ofarim, war definitiv nicht koscher, oder?
Ja, kann man so sagen. Okay, dann sind wir ja gleicher Meinung. Das war nicht koscher. Pina hat es gesagt, es gibt seit gestern wirklich keinen Zweifel mehr. Gil Oferim, der sich über 2 Jahre zum Opfer antisemitischer Diskriminierung erklärt hatte, ist kein Opfer, sondern Täter. Offenbar war es, so hat es den Anschein, ganz banaler Frust über den langsamen Check-in an einem Hotelempfang, der ihn zur wirklich denkbar fatalsten und widerlichsten aller Reaktionen brachte. Gil Oferim inszenierte eine hässliche Rufmordkampagne gegen einen Hotelmitarbeiter. Er hielt diese giftige Lüge dann 2 Jahre lang aufrecht. Er missbrauchte dabei das Vertrauen all derer, die sich zunächst solidarisch mit ihm erklärt hatten. Er missbrauchte aber auch die Medien zur Verbreitung seines Rufmords. Und er belog allein 2-mal hier in dieser Sendung mich und damit Sie zu Hause, indem er seine Lüge erzählte. Und auch als ich ihn mit Zweifeln an der Geschichte konfrontierte und ihm die Gelegenheit gab, seine Anschuldigungen zu relativieren, blieb er dabei. Der Schaden, den Gil Oferim damit angerichtet hat, der ist auch angesichts des ganz realen Antisemitismus wirklich unermesslich. Stefan Uhl berichtet. Gil Oferim gestern Morgen vor dem Landgericht Leipzig. Es ist der 6. Prozesstag, der die spektakuläre Wende bringt. Oferim gesteht, gelogen zu haben. Seinen Antisemitismusvorwurf gegen einen Hotelmitarbeiter hatte er sich offenbar ausgedacht. Ein Paukenschlag. Damit ist klar, Gil Oferim hat alle belogen. Die Öffentlichkeit, die Medien und auch Stern-TV, wo er in früheren Interviews seine Lügen mehrfach wiederholte. Ich war alleine. Ich hatte leider keinen, der mir da irgendwie helfen konnte. Keiner hat den Mund aufgemacht. Möchtest du an dieser Darstellung aus deinem Instagram-Video irgendwas relativieren? Nein, auf keinen Fall. Warum? Ich verstehe nicht, warum das Thema immer so groß aufgepusht wird. Ich meine, wir wissen noch, was in der Geschichte passiert ist, in der Vergangenheit. Und wir sehen auch jetzt, was passiert in Palästina. Jeder kann für sich entscheiden, ja, ob was gut oder schlecht ist. Das, was damals war, muss man heute nicht permanent mit einer Karte ausspielen. Also ich habe letztens noch einen Artikel gelesen. Da ging es tatsächlich darum, dass diese Corona-Pandemie auch ein Test der Regierung war, wie weit man gehen kann. Inwiefern kann ich durch medialen und politischen Druck ein ganzes Volk steuern und völlig crazy Sachen bestimmen, wie zum Beispiel, wann darfst du rausgehen, wie lange darfst du rausgehen, darfst du Besuch empfangen und so weiter. Und jetzt muss man das ja einfach mal nochmal auf die Geschichte von Deutschland projizieren. Ja? Israel begeht, das ist meine klare Meinung, ein Genozid gegenüber dem palästinensischen Volk. Es ist auch mittlerweile bewiesen, dass der Überfall der Hamas, bei dem ja die Geiseln genommen wurden, dass die israelische Armee sehr wohl wusste, was da passiert. Und sie haben es einfach geschehen lassen, um dann einen Grund zu haben, anzugreifen. Also Dr. Felix Klein würde dir jetzt sofort widersprechen. Weißt du, wer das ist? Nein. Das ist ein Beauftragter der deutschen Bundesregierung gegen das Thema Judenhass und Antisemitismus. Er würde mir widersprechen. Der würde dir sofort widersprechen. Okay, fassen wir mal kurz zusammen. Der Mossad, also der israelische... Das war jetzt ein Witz. Ja. Das war sarkastisch gemeint. Wusstest du, dass da jemand drin sitzt als Beauftragter, der auf genau solche Sachen achtet, in Medien, in gedruckten Portalen und so weiter? Und wenn das irgendwo ist, dann leuchtet das auf. Dr. Felix Klein. Schöne Grüße geht raus. Genau. Also, um das nochmal ganz kurz hier klarzustellen. Der Mossad, der Geheimdienst der Israelis, ist der mächtigste Geheimdienst der Welt. Es gibt da so einen Artikel, da schreibt der Journalist, die Jungs sind so fit, so krass drauf, dass wenn sich eine Taube auf dem Zaun, auf den Grenzzaun zwischen Israelis und Palästina setzt und auf die falsche Seite kackt, dass der Mossad das mitbekommt. Und uns wollen sie erzählen, da wird über Monate ein Terrorangriff gegen Israelis geplant und alle sind völlig überrascht. Wer glaubt das in der heutigen Zeit? Die wenigsten wissen wahrscheinlich von uns, dass die israelische Airline El Al ein Raketenabwehrsystem bei jedem Passagierflugzeug verbaut hat. Ja. Keine Airline auf der Welt, außer die israelische, hat das on board. Ja. Warum wohl? Warum?
Ja, warum wohl? Weil sie, genauso wie du sagst, die sind extrem gut ausgestattet. Die wissen alles. Das, was damals mit der malaysischen Airline von Niederlande nach Kuala Lumpur und Malaysien passiert ist, würde den israelischen Flugzeugen nicht passieren. Die sind dagegen gewappnet. Die Frage ist halt nur, warum? Warum haben die so viel Angst, die Israelis? Also aus meiner Sicht, so wie ich diese ganzen Interviews und Pressekonferenzen und die öffentlichen Statements von Netanyahu und seiner Regierung mir anschaue, was übrigens ja auch so ein Thema ist, wenn du dir die Regierungsmitglieder um das Team von Netanyahu mal anschaust, die sind ja teilweise vorbestraft. Das sind ja vorbestrafte Politiker. Das ist interessant, ne? Ja. Und dann stellt sich ein Scholz hin und sagt, wir stehen bedingungslos zu Israel. Was eigentlich ein Armutszeugnis ist, ja? Weil wenn ein Scholz und Co., ich sage es mal auf Deutsch, Eier in der Hose hätte, dann würden sie dem sagen, pass mal auf, mein Freund, jetzt mal völlig unabhängig von unserer deutschen Geschichte. Geht zu weit. Es reicht jetzt hier, okay? Ja, da sterben unschuldige Menschen, ganz genau. Zivilisten, Kinder, Frauen. Denn aus meiner Sicht, und auch, das ist auch meine klare Meinung, gegen Terroristen vorzugehen, ist eine Sache. Aber wahllos einen ganzen Block, eine ganze Bevölkerung auszuradieren, völlig egal, ob Mann, Frau, Kind, was hat das mit Verteidigung zu tun? Also wenn du Zahnschmerzen hast, dann hau ich dir einfach die Fresse raus. Oder ziehst alle Zähne. Du ziehst nicht den einen Zahn, der schmerzt. Genau. Ja. Das macht nicht Israel. Genau. Die ziehen nicht den einen Terroristen raus oder die zehn, sondern sie machen alles platt. Ja. So, das versteht niemand. Das ist doch fernweg von dem Menschenverstand. Ne? Ich möchte nochmal festhalten, zwischen Judenhass und Antizionismus sind zwei wirklich große Unterschiede. Kurzer Einspruch. Du hast jetzt ein anderes Wort gewählt. Du hast Antizionismus genau. Und wir haben Antisemitismus. Genau, gehabt. Das ist nämlich der Unterschied. Wenn ich heute etwas gegen Israel sage, ja, oder vielleicht auch du, der Meinung bist, dass was Israel gerade macht, seit mehreren Wochen oder Monaten, ist scheiße, ist nicht gut, gehört eigentlich vor Gericht, ja, und die UNO und so weiter, die äußern sich ja schon dazu, dass das sofort stoppen muss, dann sage ich ganz klar Antizionismus. Mhm. Der Zionismus ist das, was mich persönlich stört, weil ich sehe, was diese Leute anrichten, die Zionisten. Ich habe, und du wahrscheinlich genauso wenig, nichts gegen die Religion Judentum oder gegen Juden, die im Frieden leben. Und es gibt sehr viele Menschen. Es gibt hier, ich habe so viele Artikel, die kannst du alle hier unten nochmal nachlesen. Ich habe sie verlinkt. Historiker verweisen, dass man den Zusammenhang von antizionistischen Bewegungen in der jüdischen Diaspora sogar spürt. Ein Großteil der Juden, die außerhalb und innerhalb von Israel leben, sind dagegen, das ist ein betrachtlicher Anteil, sie hassen und lehnen es ab, was die Regierung Israels macht. Nur Deutschland nicht. Die deutschen Politiker nicht. Genau. Ich glaube nicht, dass die Deutschen so blöd sind. Das meine ich ja. Das ist das Ding. Und jetzt kommen wir dann zum Schluss dieser Podcast-Folge. Nochmal zurück zu Bibi. Also Bibi, wir halten fest, das ist Benjamin Netanyahu. Der heißt eigentlich Benjamin Netanyahu. Sein Vater hieß mit Familiennamen Milajkowski. Milajkowski. Als sie von Polen emigriert sind nach Palästina, haben sie sich umbenannt von Milajkowski auf Netanyahu. Okay. Und er kam zur Welt als Benjamin Netanyahu. Sein Vater war schon in einer zionistischen Bewegung sehr aktiv und das auch in den USA. Und sein Großvater, Milajkowski natürlich, also seine Großmutter und sein Großvater, waren auch in einer zionistischen Bewegung. Das heißt, der Großvater, der Vater, na, dann wird der Bibi nicht in so einer Bewegung stecken, oder? Wie der Großvater und Wadner, nein. Und das ist das Ding, die verfolgen alle ein Schema. Und das ist dieser Zionismus. Eigentlich hätte der Großvater von Bibi und der Vater bei RTL für Auswanderer eine Rolle bekommen sollen, oder? Die sind ja damals von Belarus, Weißrussland und Ukraine, aus dieser Gegend sind sie nach Polen geflüchtet, ne? Ja, weil es ungemütlich wurde, obwohl im 6. Jahrhundert ja die Ukraine als jüdischer Staat sehr beliebt war. Wusstest du das? Nein. Im 6. Jahrhundert. Ja? Dann wurde es dort wieder ungemütlich für die Juden, dann sind sie ja weitergezogen nach Polen. Dann kam das, was gekommen ist, ne? Dann wurde es ungemütlich und sind in 1920 eben nach Palästina ausgewandert oder eben emigriert nach Palästina. So. Und das ist halt so spannend für mich, wenn man sich mal wirklich mit dem Thema beschäftigt. Ne? Da
Da kann man sehr viel nachlesen. Das ist alles frei nachzulesen. Alles packe ich dir hier in der Beschreibung, in die Shownotes. Und es gibt auch ein cooles PDF. Das heißt, man wird ja wohl Israel noch kritisieren dürfen. Okay. Mich würde eure Meinung interessieren. Wie betrachtet ihr das Thema Antisemitismus und Judenhass medial aufgebauscht in Deutschland aktuell und natürlich auch das Thema nach Israel. Der heutigen Podcast-Folge. Genau. Ne? Und jetzt, wo ihr wisst, was das Thema, jetzt, wo wir wissen, was das Thema Semitismus überhaupt bedeutet und was ist eben Antisemitismus. Somit wären das die ganzen arabischen Länder und vor allem arabischen Völker gemeint. Das Wort haben sie sich nicht irgendwo eintragen lassen. Und natürlich auch ganz spannend, wie betrachtet ihr den Konflikt zwischen Israel und Palästina, die Stellung dazu von Deutschland, die Positionierung unserer Regierung? Schreibt das gerne mal hier unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Bedanke mich fürs Zuschauen. Sollte euch diese Folge gefallen haben, gebt uns gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit am Start seid. Und für alle Hater auch gerne Daumen runter. Hilft uns auch enorm für das Thema Algorithmus. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.